Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra Preta Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Heute wieder eher EM-Themen bzw. Terra Preta Themen. Ich werde nämlich einfach mal ein paar Fragen antworten, die ich so bekommen habe per E-Mail oder auch in den Kommentaren unter den Videos. Einmal sogar per Anrufbeantworter, werde ich kurz darauf eingehen, weil das interessante Fragen sind und die kurz durchsprechen. Nur als Hinweis vorher noch, alle warten auf das Video von Frau Dr. Czocke, Vortrag, den wir beim Erdbeerfest im Juni hatten und der ist fertig. Frau Czocke hat auch ihr Okay gegeben, jetzt kommt nur noch die Nachbearbeitung, sprich Vorspann, Abspann und der Text darunter. Das heißt, nächste Woche spätestens oder genau nächste Woche werden wir den Videovortrag von Frau Dr. Czocke zu ihren Büchern Heilen mit Bakterien und so weiter veröffentlichen. Dazu vielleicht auch ganz interessant dann dieses Vitabiosa. Das ist das Trink-EM, was wir in unserem Shop haben, was am ehesten dazu geeignet ist, das da zu verwenden. Genau. Was als Probiotikum verkauft wird, auch über Apotheken und so weiter. Genau, also das Video kommt also nächste Woche. Ansonsten fliege ich ja relativ bald nach Brasilien. In einem Monat fliege ich nach Brasilien. Ich verbringe ja immer 4 Monate im Jahr im Winter in Brasilien, November, Dezember, Januar, Februar. Und werde von dort sicherlich ein paar Themen mitbringen. Aber ob ich von da in der Lage bin, die Videos hier hochzuladen, ist noch nicht ganz klar. Das heißt, in den nächsten Wochen werde ich ein paar mehr Videos aufnehmen und wir versuchen, das dann diese Lücke zu füllen im Winter. Mal gucken, ob uns das vollständig gelingt. Und eines der nächsten Videos wird zum Beispiel sein, auch über unsere Obststräucher, die wir in unserem Garten gepflanzt haben, über Zeolit, über Bentonit, über ja, EM beim Bauen. So ein paar Themen werden wir da ansprechen. Und wie gesagt, nächste Woche kommt auf jeden Fall Frau Dr. Czocke. Ja, das nur so als kurzer Ausblick, was hier auf dem Kanal demnächst passieren soll. Und Sie merken schon, wenn ich hier auf die Kommentare bzw. E-Mails und so eingehe, wir freuen uns über Rückmeldungen, über Kommentare, was hat geklappt, was hat nicht geklappt. Und dann entsprechend können wir das hier auch im Videokanal besprechen, was man vielleicht besser machen kann, was wir inzwischen dazugelernt haben. So, gehen wir rein. Frau G., hier eine Kundin, Bekannte aus der Nachbarschaft, tatsächlich sehr nah, die hat uns begeistert erzählt, was sie entdeckt hat, was mit EM wunderbar funktioniert, also mit diesem Triaterra Aktiv hier. Betreff Tapete. Ihre Nachricht an uns, lieber Herr Heckel, nur eine kurze positive Nachricht. Mein Maler hat sich so gequält, um die Tapete abzulösen. Ich habe eine Lösung aus Wasser und EMA hergestellt. Auf einen Eimer Wasser 500 ml EMA, halbe Flasche. Die Tapete löst sich nach 2x30 Minuten Einwirkzeit ganz leicht in großen Streifen. Der Maler ist begeistert und hat seine Kollegen schon informiert. Also sprich, einmal mit diesem Riesenpinsel nass einpinseln, 30 Minuten warten, nochmal mit diesem Riesenpinsel und EMA-Wassergemisch nass einpinseln und offensichtlich löst das EM die Säure da drin, die Enzyme da drin, den Kleister ganz gut auf, besser als reines Wasser und dementsprechend dann in großen Streifen leicht abziehbar. Ja, und ein halber Liter auf so einen 10 Liter Wassereimer, also relativ viel, relativ konzentriert. Aber wenn man dafür eine Stunde Arbeit spart, dann hat sich das gelohnt. Danke für den Tipp. Frau W. Oh ja, das war eine schwierige E-Mail. Also schwierig im Sinne von, ich darf es gar nicht so richtig sagen. Es gibt ja immer diese Gesundheitsaussagen, aber das ist definitiv eine Kundenrückmeldung, die ich einfach mal kurz vortragen wollte zum Teil. Also über die Gesundheitssachen werde ich ein bisschen rüberspringen. Verdauungsprobleme, Reizdarm, Stuhlgang. Ja, vielen Dank, Sie haben uns mit Ihrem Superprodukt ein neues Leben ermöglicht. Okay.
Aber dann zu dem Pflanzgarten. Mein Pflanzgarten wird von allen bewundert, alles wächst und gedeiht hervorragend, obwohl die Pflanzfläche letztes Jahr nur Rasen war. Habe nur die Rasenstücke umgedreht mit Pferdemist, ihrer Kohle, mit Gesteinsmehl und Triatera aktiv, Pflanzerde und Sägespäne aufgebracht und alles mit Stroh gemulcht. Dazu mixe ich sämtliche Obst- und Gemüsereste in einen Mixer und füge einen Schuss Triatera aktiv hinzu und gieße damit noch zusätzlich mein Gemüse. Zusätzlich dünge ich noch mit Brennnesseljauche, Urin und einem Kaltwasserauszug aus Ackerschachtelhalm. Okay, also bringt noch alle möglichen mit Brennnesseljauche und Ackerschachtelhalm alle möglichen Maßnahmen, die noch zusätzliche Nährstoffe reinbringen, Urin sowieso. Und ansonsten eben hat sie wunderbare Erfolge auf ihrer Pflanzfläche und ihrem Rasen mit Pferdemist und Triatera Streu bzw. Kohlegesteins mit EM gemischt, Triatera aktiv gemischt. Jawohl, okay. Nächste Rückmeldung: EM im Ackerbau. Da bin ich tatsächlich jetzt nochmal in Gespräch mit einem anderen Ackerbauexperten, aber hier ein Landwirt, der EM im Ackerbau anwendet. Ich hatte ja ein Video gedreht, EM im Ackerbau, und da war die Empfehlung, man kann EM, dieses Triatera aktiv, wirklich mit allem mischen. In jede Spritze mit reinmischen, sei es Fungizide, sei es Herbizide, sei es Spurenelemente, was immer sich ein- und auswählen können, Insektizide. Und mit allem mischen, und es wirkt in der Kombination oft sogar noch besser als die Produkte einzeln, und man bringt ohne zusätzliche Ausbringkosten EM aus. Und zwar wenig. Wirklich nur 5 bis 10 Liter pro Hektar, wobei es sogar Leute gibt wie diesen Bauern hier, der geht auf 2 Liter pro Hektar raus, wenn er das wirklich in jede Spritze reinmacht, ganz regelmäßig. Also das ist dann quasi kostenmäßig, fällt das gar nicht mehr ins Gewicht. Wenn man nur 2 Liter Triatera aktiv EM pro Hektar rausbringt, 1000 Liter Container EM Triatera aktiv, 1000 Euro. Also für 2 Euro den Hektar bei einer Überfahrt, vielleicht 5, 6, 7 Überfahrten im Jahr mit einer Spritze, wo man das jeweils reinmacht. Aber er hat dazu eine Rückmeldung. EM im Ackerbau. Ihre Nachricht an uns: habe gerade Ihr Video über EM im Ackerbau gesehen. Prinzipiell alles richtig. Auch ich verwende bei jeder Spritzung 2 Liter EM je Hektar. Mit einer Ausnahme: Glyphosat. Entweder die Bakterien verfrühstücken das Zeug schon im Tank oder die Pflanzen werden durch irgendeinen mir unbekannten Mechanismus davor geschützt. Vermute aber Ersteres. Glyphosat ist eine phosphatische organische Verbindung. Nach meiner Erfahrung braucht man mehr als die doppelte Menge Glyphosat, wenn EM mit in der Spritze drin ist. Ja, unser Ackerbauexperte, der Dieter, hat da mir am Anfang andere Tipps gegeben, andere Ratschläge. Vielleicht hat er auch nicht speziell mit Glyphosat gearbeitet, sondern mit anderen Herbiziden. Glyphosat ist ein Herbizid. Glyphosat ist ein Allround-Herbizid. Das bringt quasi alle Pflanzen um, wenn es auf die Blätter kommt. Dann wird es über die Blätter aufgenommen und tötet die Pflanzen. So normal auf dem Boden gesprüht, interessanterweise nicht. Weswegen Glyphosat auch zum Teil in Obst Plantagen, in Kaffeeplantagen, in Eukalyptusplantagen, weiß ich zum Beispiel, in Brasilien verwendet wird, indem man einfach den Unterwuchs totspritzt. Also Glyphosat ist ein interessantes, ja, da müssen wir auch mal eine eigene Sendung zu machen, würde ich fast sagen, aber es ist auf jeden Fall eine ganz spannende Geschichte, was das für negative Auswirkungen hat auf das Bodenleben, denn Glyphosat tötet bestimmte gute Bakterien. Und dass es aber für Menschen tatsächlich in der direkten Verabreichung menschliche Zellen relativ ungefährlich ist, aber es wirkt eben auf die Bakterien und fördert da offensichtlich eine Bakterienzusammensetzung, die besonders negativ ist, sprich Clostridien fördert, wenn das zumindest von den Forschern so festgestellt wurde oder vermutet wurde von Frau Professor Monika Krüger, Uni Leipzig und so weiter. Die hat das. Hat Clostridienepidemien, Botulismus mit Glyphosat in Zusammenhang gebracht, weil Glyphosat die Mikroorganismen in der Verdauung der Kühe und Schweine verschiebt in eine negative Richtung. Okay, das zu Glyphosat. Und Glyphosat und EM ist offensichtlich besonders gut darin, Glyphosat abzubauen, beziehungsweise die Wirkung abzufedern, meint er hier, oder hat er die Erfahrung gemacht. Ja, also. Da muss ich nochmal Rückmeldung halten, Rücksprache halten, aber das nur für Sie als Information, wenn Sie EM Ackerbau betreiben. Eventuell nicht mit Glyphosat, wahrscheinlich sind andere Herbizide, aber kein Problem.
Frau S. Lieber Marco Heckel, liebe Leute vom Triaterra-Team, möchte Ihnen gerne mal eine Rückmeldung geben und Danke sagen. Seit ich im Frühjahr vergangenen Jahres auf das Thema Therapreta und ihre Seiten und Produkte gestoßen bin, habe ich immer wieder was mich antreibt, dies und das auszuprobieren und in diesem Jahr auch einige schöne Erfolgserlebnisse. Ausgangspunkt war mein Garten, der von meinen Eltern traditionell bewirtschaftet worden war, in dem aber vieles nicht mehr so wuchs wie früher. Und so ziemlich alles an Schädlingen und Krankheiten auftrat, was es gibt. Die Tomaten mit Randbepflanzung, Tagetes und Unterpflanzung, Neuseeländerspinat wachsen in einem früher neu angelegten Triaterra-Erdkompostbeet. Sie haben Anfechtungen, aber halten bis jetzt tapfer durch. Haben schon bis hierher eine wunderbare Ernte erbracht. Die größte Tomate brachte 584 Gramm auf die Waage. Sie war die lächelnde Tomate, so ein Unikat, wohl aus mehreren Blüten zusammengewachsen. Im älteren Erdkompostbeet, das letztes Jahr den Anfang machte, wurden die Buschbohnen leider nach einem prima Start, wie auch letztes Jahr, von Spinnenmilben heimgesucht, die ich nicht in den Griff bekam und haben ein trauriges Bild und wenig Ertrag abgegeben. Aber jetzt, dank Regen und lang anhaltender Morgenfeuchtigkeit, machen sie nochmal einen Anlauf. Was kann man gegen Spinnmilben tun? Direkt EM sprühen, zum Teil relativ konzentriert, mindestens 1:10, sogar 1:2, 1:3 verdünnt, ist eine Variante, wenn sie direkten Befall haben, direkt dran sind schon, also wenn man direkt auf die Insekten sprüht, und einstauben. Das mögen die auch nicht, Insekten prinzipiell können mit Staub wenig schwer umgehen. Und wenn man die also mit Keramikpulver oder Zeolit einstäubt, mit unserem Bobby Pulverzerstäuber zum Beispiel, das sollte den Befall auch deutlich reduzieren. Das wäre noch so eine extra Variante für Insekten, da werde ich aber auch nochmal ein extra Video zu machen, wie man speziell Insektenbefall in den Griff kriegt. Die Zucchini sind im selben Beet, ich kann nicht so oft wechseln. Im vergangenen Jahr waren sie sehr krank, ohne EM. Es war gewagt, sie nochmal da zu pflanzen. Wir haben im Frühjahr die Erde mit reichlich Triaterra Stapelkompost versorgt vom vergangenen Jahr und noch etwas Gesteinsmehl und dazu eine Handvoll Brennnesseln ins Pflanzloch. Das ist interessant. Also eine Möglichkeit der Düngung oder der Beetvorbereitung ist es tatsächlich, grünes organisches Material einzugraben, unverrottetes grünes organisches Material, wie in dem Fall einfach eine Handvoll Brennnessel unter das Pflanzloch. Also man macht das Pflanzloch ein bisschen größer, macht dort unten eben eine quasi Erdkompostmischung, eine Mischung von frischem organischem Material, idealerweise mit ein bisschen EM oder Triaterra-Streu mit rein, und lässt die Pflanze da reinwachsen, wenn sie möchte. Man pflanzt sie da drauf, die Wurzeln haben auch ein bisschen Abstand, aber wenn sie runterwachsen, finden sie gleich ihr Nährstoffdepot. Und Brennnesseln sind natürlich interessant, weil es eine große Menge an Stickstoff hat, also stickstoffreiches organisches Material ist und damit die Pflanze gut in der Jugendentwicklung unterstützen kann. So hoch habe ich die Zucchini noch nie stehen sehen und auch sie bringen reiche Ernte und noch keines eingegangen. Der Mehltau hat jetzt angefangen, wie jedes Jahr, lässt sich aber mit Schachtelhalm und Triaterra aktiv offenbar zumindest verlangsamen. Okay, also Erfolge und Misserfolge, aber die Arbeit macht wieder Spaß. Es wächst wieder mehr als nicht wächst. Das ist ja schon mal gut. Nächstes von Frank. Das war ein Videokommentar. Moin, machen Sie auch mal eine Sendung mit EM als Schädlingsbekämpfer, bitte. Kann man das verdünnt auf Pflanzen sprühen oder wirkt es nur im Boden? PS, der Black Goo hat die Sicherheitschefin Tascha Jahr angegriffen. Das war mein Video über Erdöl und Erdgas sind unendliche Ressourcen, die in großer Menge in der Erdkruste vorhanden sind und überall hochblubbern eigentlich. Und wenn man nur an der richtigen Stelle bohrt, sprich da, wo man es sich sammelt und wo es, wo man geologische Störungen hat, Risse in der Erdkruste, da kommt das Zeug hoch und da kann man es abgreifen in unendlichen Mengen, die man, ja, also Öl, Peak Oil ist ein Märchen. Und da gibt es eben interessanterweise in der Erdkruste offensichtlich
ein ganzes Ökosystem, eine ganze Biologie, die sich nur darauf spezialisiert hat, diese von unten nach oben aufsteigenden Methangase und Öle, aber im Wesentlichen die Methangase zu verstoffwechseln, weil die Gase können auch aufsteigen durch die verschiedenen Erdschichten mit der Zeit. Und wenn die dann entsprechend durch das Gestein aufsteigen, dann sitzen in den Gesteinsporen dann Mikroorganismen, die das Methan verstoffwechseln mit dem Stein oder direkt einfach verketten und so weiter, also da ihre Stoffwechselenergie draus gewinnen. Und wahrscheinlich ist diese Biologie unter unseren Füßen noch sehr viel größer als die, die wir an der kleinen Schicht der Erdoberfläche finden. Nämlich, da reden wir ja von Tiefen von 100 Kilometer und mehr, in denen sich dieses Leben abspielen kann, und von gewaltigen Mengen an Methan, die da die ganze Zeit hochsteigen durch die Erdkruste. Okay, und dann gibt es so ein Phänomen wie Black Goo. Das soll so eine Art intelligentes, bewegliches, gesundheitsförderliches Öl sein, was da so aufsteigt, was letztendlich etwas ist, was diese, nach meiner Interpretation, was diese Biosphäre der heißen Tiefe, dieses Erdöl, diese Mikrobiologie, unterirdische Mikrobiologie produziert hat. Und da gab es eben die eine Story im Enterprise-Film, in der ursprünglichen Staffel Star Trek, dass die Sicherheitschefin Tasha Yar angegriffen wurde von dem Black Goo. War das in der ursprünglichen Staffel oder war das in Next Generation? Das weiß ich nicht mehr so genau. Tasha Yar wurde auf jeden Fall, ich glaube es war Next Generation, Tasha Yar wurde auf jeden Fall von einer Art Black Goo, von einem lebenden Erdöl angegriffen. Das ist also gar nicht so weit hergeholt. Da ist irgendwas dabei. Okay, aber die Frage war Schädlingsbekämpfungsmittel. Machen Sie auch mal eine Sendung mit EM als Schädlingsbekämpfer, bitte. Kann man das verdünnt auf Pflanzen sprühen oder wirkt es nur im Boden? Definitiv kann man EM auf Pflanzen sprühen. Das ganz normale EMA, 1:10 verdünnt, ist typische Dosis. Wir wenden das bei Buchsbaumpilz und Buchsbaumzünsler an. Wir haben das bei der Kräuselkrankheit, bei Pfirsichen, wir Monilia-Spitzendürre, eine ganze Reihe von Pflanzenkrankheiten, die sehr positiv Feuerbrand, die sehr positiv reagieren, wenn sie mit EM eingesprüht werden. Bei Insekten ist es ein bisschen schwieriger, die reagieren nicht so stark, aber da gibt es immer die Möglichkeit, dann das noch konzentrierter zu sprühen oder auch einzustäuben. Und dementsprechend, ja, definitiv, man kann EM als Schädlingsbekämpfer einsetzen, direkt auf die Pflanze, und das Schöne ist, es landet ja am Ende sowieso alles im Boden. Also wenn wir die Pflanze schön eingesprüht haben, von oben, von unten, dann landet sowieso die Hälfte im Boden und der Rest wird dann mit dem nächsten Regen runtergespült. Also der Boden kriegt es am Ende sowieso immer ab und wir können nebenbei noch ein bisschen Pflanzenschutz damit betreiben, auf jeden Fall. Aber das werden wir nochmal ausführlicher besprechen. Frau B. am Telefon, das war gestern oder vorgestern sogar, die hatte unser Video gesehen mit dem Sauerteigbrot. Ich habe ein Video gedreht mit EM Sauerteig, wie man einen ganz einfachen Sauerteig macht, beziehungsweise gar keinen Sauerteig macht, sondern einen Instant-Sauerteig, einen sofortig anwendbaren Sauerteig, mischt aus EM und Hefe. Und da war dann die Frage, wie mache ich das jetzt mit meinem, da gibt es ja so komplizierte Rezepte, man macht einen Vorteig, man macht erstmal einen Sauerteigansatz, dann macht man einen Vorteig, dann lässt man den wieder einen halben Tag stehen und den wieder einen halben Tag und dann wird das Brot in 8 Stunden fertig gebacken. Und meine Meinung, alles vergessen. Vereinfachen, vereinfachen, vereinfachen. So kompliziert muss es nicht sein. So kompliziert hat man es gemacht, weil man vielleicht das Brotbacken ein bisschen beschleunigen wollte, den letztendlichen Teig, oder weil man die Mikrobiologie so über diesen mehrstufigen Prozess vielleicht noch ein bisschen besser manipulieren kann, ist aber mit EM nicht nötig. Und zwar wirklich, ich habe es im Video ausführlich beschrieben und auch im Rezept darunter geschrieben von dem Sauerteigbrot mit EM. Einfach, einfach, einfach. Geben Sie den Mikroorganismen Zeit und lassen die arbeiten. Und ansonsten, statt einen Sauerteigansatz, nehmen Sie einfach 50 bis 100 Milliliter EM auf ein Kilo Brot und einen halben Hefewürfel und lösen das in Wasser auf mit einem Esslöffel Zucker und mit Salz, dem Salz im Brot,
und mischen das in den Teig ein. Das ist im Grunde Sauerteig. Sauerteig ist eine Mischung aus Milchsäurebakterien und Hefen, eine Symbiose gemeinsam vermehrt. Das ist im Grunde schon EM. Milchsäurebakterien und Hefen in der Mischung gemeinsam vermehrt, das ist EM. Das Problem bei EM, aktiv bzw. Lebensmittelvariante, die sind identisch, das eine ist nur schön zugelassen für Lebensmittelvariante, der Unterschied ist nur, dass EM ein bisschen wenig Hefe hat. Es ist auch Hefe drin, das ist meistens der oben, man schwimmt da manchmal so ein paar Bröckchen oder ein bisschen Weißes, das ist Hefe. Aber es ist nicht so viel, wie wir fürs Brot backen oder beim Sauerteig brauchen. Da haben wir ein bisschen mehr Hefe. Deswegen bringt man noch ein bisschen extra Hefe rein und dann funktioniert das von vornherein. Das wäre also die Empfehlung. Wenn man gar keinen Sauerteig hat, dann kann man heute sofort alles mischen, sofort den Teig machen und dann lässt man den Teig 2 Tage stehen. Nicht einen Vorteig, nicht nochmal kneten, nicht nochmal hier und da nochmal was rein. Alles vergessen. Teig, alles komplett anrühren mit EM und Hefe. Dann hat man Sauerteig 2 Tage stehen lassen, hat ja auch genug Zeit, sich da richtig zu entwickeln. Nach 2 Tagen ist der Teig Brei, das ist relativ flüssig, feucht, ist der richtig sauer geworden. Er hat stark gearbeitet, ist auch stark gegangen. Und dann kann man von diesem fertigen Teig, von diesem fertig angesetzten Sauerteig, kann man dann ein Honigglas abnehmen. In den Kühlschrank stellen, da hält das monatelang. Ich habe noch nicht erlebt, dass es mir schlecht geworden ist. Einfach im Kühlschrank 2 Wochen, 4 Wochen, 6 Wochen, ein halbes Jahr stehen lassen. Das Zeug wird nicht schlecht. Ich habe da noch keinen Schimmel, nichts gesehen mit EM in der Kombination. Und dann beim nächsten Teig, wenn man dann wieder neu macht und man sagt, man will das nicht wieder mit EM und Hefe machen, sondern man will einen eigenen Sauerteig weiterführen, dann nimmt man diesen abgenommenen Teigrest. Löst den wieder in Wasser auf, macht vielleicht einen kleinen Schluck EM dazu, damit es auf jeden Fall die Aktivität hat und in einer guten Richtung bleibt. Wieder Biosa dazu. Und mischt sich dann wieder in den neuen Teig an. Also nicht irgendwie Sauerteig führen oder sonst was, sondern einfach nur den alten Teig immer abnehmen, kurz vorm Backen in Honigglas, in den Kühlschrank und dann am nächsten Backen den auflösen und wieder mit rein. Und dann, wie gesagt, vielleicht ein Schluck EM mit dazu. Muss auch nicht jedes Mal sein, wenn das ab und zu mal ein Schluck EM mit dazu kommt, dass es wieder, dass er nicht entgleitet von der Qualität. Dann ist da alles in Ordnung. Also einfach, einfach, einfach. Gerade auch für große Bäckereien vielleicht eine Variante. Ja, da hatte ich dann auch eine böse Rückmeldung zu dem Sauerteigbrot. Es ist ja so, dass es eine Gesundheitsgemeinschaft, Community gibt, die ihre Ideologie bzw. ihre Anweisungen oder ihre Erkenntnisse sehr, sehr ernst nimmt und alles, was davon abweicht, dann sehr kritisch beurteilt. Ich bin da ein bisschen flexibler, beziehungsweise versuche das grundsätzlich zu verstehen und dann im Wesentlichen umzusetzen. Aber es ist ja immer so, dass der Mensch, wir leben in einer modernen Welt, wir sind unterwegs, wir versuchen unser Leben in dieser modernen Welt zu gestalten. Dazu jetzt zu behaupten, wir müssten zurückgehen zu einer komplett Paleo-Diät, zu einer 100% zuckerfreien Nahrung, das ist eine schwierige Forderung. Aber da hatte ich tatsächlich, ich meine, das war ein anderer Beantworterspruch, ich habe es nur noch so ungefähr im Kopf. Aber da hat der Herr F. Sich beschwert, Sauerteig geht auch ohne EM. Ich hatte da so ein bisschen provokativ geschrieben, Sauerteig nur echt mit EM. Das war natürlich ein kleiner Scherz, ne? So eine kleine Werbescherz im Grunde. Selbstverständlich kann man offensichtlich ja ganz viele Bäcker und Bäckerinnen in ihrem Haushalt oder in der Bäckerei schaffen natürlich Sauerteig ohne EM, ganz klar, na klar. Aber mein Hinweis, Sauerteig kann offensichtlich in der Qualität und in der Einfachheit der Verarbeitung und der Sicherheit der Verarbeitung deutlich gesteigert werden, wenn man da ab und zu mal einen Schluck EM mit reinmacht. Da war es also nicht so, dass ich jetzt sagen will, es geht nicht ohne EM, sondern es war nur, ne, nur echt mit diesem Zeichen. Sauerteig geht auch ohne EM, na klar. EM kann aber den sicherer machen und die Qualität steigern. Und
Zucker ist Gift, Zucker, weil ich hatte Zucker angesprochen, dass man das ein bisschen mit reinmachen kann in das Rezept. Und Zucker ist natürlich so diese ganz schnelle Nahrung für Mikroorganismen. Ne? Das ist nicht nur für den Menschen schnelle Kohlenhydratnahrung, sondern gerade für so einfache Mikroorganismen wie Milchsäurebakterien und Hefen ist das ein ganz schneller Nachbrenner, ganz schneller Booster, der plötzlich ganz viel Energie und wo sie sich dann enorm schnell vermehren können. Und wenn man sozusagen die Tätigkeit der Hefe, die Tätigkeit der Milchsäurebakterien, der Mikroorganismen allgemein anregen will in der Hefe, damit sie nicht nur die komplexen Kohlenhydrate von dem frisch gemahlenen Vollkorn haben, sondern ich sage mal ein bisschen Turbo-Booster am Anfang, dann kann man da eben Zucker reingeben. Und Zucker hat natürlich einen schlechten Ruf, zu Recht. Die Menge an Zucker, die wir heute in der modernen Ernährung haben, ist eine Katastrophe. Und gerade auch die Zuckerzusammensetzung ist kritisch und ganz viele Krankheitsbilder gehen definitiv darauf zurück, dass wir zu viel Zucker essen. Aber ich rede hier von einem gestrichenen Esslöffel Zucker, das sind vielleicht 5, 6, 7 Gramm Zucker auf ein Brot, was am Ende so um die 1,5 Kilo wiegt, wenn nicht noch mehr. Sprich, so ein Brot kann auch der tapferste Brotesser vielleicht alleine in einer Woche aufessen. Das heißt, wir reden hier von einem Gramm Zucker pro Tag, der über diesen Weg in die Nahrung kommt. Und wir verwenden diesen Zucker ja genau dafür, dass wir die Mikroorganismen anregen. Die sollen ja danach noch 2 Tage damit arbeiten. Das heißt, der Zucker wird praktisch komplett umgesetzt in ganz wertvolle Substanzen, in Milchsäure, Essigsäure, in Enzyme und spezielle Antioxidantien von den Mikroorganismen. Das heißt, das Ausmaß der positiven Substanzen steigt damit sehr stark an. Dieser Zucker wird selber umgesetzt. Also, dass man kein Zucker, ein bisschen Zucker zur Anregung des Backprozesses mit in den Sauerteig machen soll, das würde ich nicht so stehen lassen. Ich denke mal, da kann man der reinen Lehre ein bisschen ein Schnippchen schlagen und sagen, ja, wenn es denn einfacher, schneller und sicherer geht und man damit die Mikrobiologie besser in Gang bekommt, dann sollte man das vielleicht verwenden. Aber ja, man kann auch was anderes nehmen als Zucker, nämlich Melasse. Melasse ist ja auch eine wunderbare Bakteriennahrung, ist viel komplexer als Zucker, hat ganz viele verschiedene Kohlenhydrate, hat auch ein bisschen Zucker drin, hat ganz viele Mineralien drin. Also man kann sehr gut, und das hat mir auch eine andere Kundin geschrieben, statt Zucker im Sauerteigbrot Melasse nehmen. Nimmt man einfach 2-3 Esslöffel Melasse. Die haben auch diese mikroorganismenfördernde Wirkung und Melasse an sich ist ja schon Heilmittel. Da kenne ich viele Heilpraktiker, die bei uns auch Melasse kaufen, die das aus gesundheitlichen Gründen als Nahrungsergänzung nur Melasse nehmen. Also Melasse ist ja auch der Stoff, mit dem EM vermehrt wird, ne? Mit dem wir triatheraktiv vermehren. Genau, also es war nicht als Angriff auf die Profi-Heimbäcker gemeint, die es tatsächlich schaffen, Sauerteigbrot ohne EM in guter Qualität und seit vielen Jahren zu backen. Nein, ihr dürft natürlich so weitermachen und sollt so weitermachen. Aber für die allermeisten Menschen ist Sauerteigbrotbacken doch eine sehr schwierige Angelegenheit, man macht das ein paar Mal, dann geht der Teig kaputt, dann ist der Vorteig wieder nicht gelungen und da braucht es eine massive Vereinfachung, damit der normale Heimbäcker das auch regelmäßig 100%ig in guter Qualität schafft, den Sauerteig, und da ist mein Tipp mit dem EM dazu und mit dem wenig Zucker dazu ab und zu nicht verkehrt. So, haben wir noch einen langen Kommentar von Sabine, das war unter dem letzten, einem der letzten Videos, Gartenrundgang Herbst. Ich wollte nicht alles vorlesen, ein bisschen lang. Eine Frage zu der Milpa, die wir gezeigt hatten im Frühjahr. Die habe ich dann im Herbst nicht mehr gezeigt, weil die schon abgeerntet war. Im Herbstrundgang, im Frühjahr hatten wir das mal gezeigt zum Erdbeerfest, die Milpa. Und ich muss sagen, die Milpa war das krasseste Beet, was wir dieses Jahr hatten.
Das war Milpa, heißt, das sind die mexikanischen drei Schwestern, Mais, Kürbis und Bohnen. Das sind also drei Pflanzen, die passen wirklich wie Faust aufs Auge zusammen. Mais ist eine sehr leistungsfähige Pflanze, die auch unter trockeneren Bedingungen noch sehr gut Photosynthese betreiben kann und eine sehr hohe Biomasse aufbaut. Und vor allen Dingen Kohlenhydrate liefert. Die Bohnen liefern Stickstoff, die binden an der Wurzel Stickstoff und können offensichtlich wahrscheinlich sogar noch die anderen Pflanzen teilweise mitversorgen mit Stickstoff. Also die wachsen dann am Mais hoch oder so wie wir es gemacht haben, weil wir ein relativ kleines Beet haben, haben wir den hochwachsen lassen an Stangen. Und damit der Mais da ein bisschen entlastet ist. Und Kürbis darunter. Und Kürbis als wunderbarer Bodendecker, der dann eben dafür sorgt, dass der Mais und die Bohnen lassen den Boden ja zum Teil offen, dass man da einen Bodendecker hat, der den Boden abschirmt vor der Sonne und vor dem heftigen Regen und dementsprechend ein sehr viel besseres Bodenleben ermöglicht. Und das Ding ist gewachsen dieses Jahr. Das war der Hammer. So was haben wir noch nicht erlebt. Die Bohnen sind in den Himmel gewachsen. Die Kürbisse waren riesige, waren doppelt so große Pflanzen, wie wir das normalerweise kennen. Und auch doppelt so große Kürbisse. Und wir hatten alleine 40 Kürbisse da dran bekommen. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Genau, also wir hatten von sechs Pflanzen hatten wir unglaubliche 40 große Kürbisse geerntet. Das war der absolute Hammer. Fast 10 Pflanzen pro, 10 Kürbisse pro Pflanze. Und haben das aber dann schon vor einem Monat abgeräumt, weil das so alles mehr oder weniger durch war. Die hatten den Mais abgeerntet. Das hat also wunderbar funktioniert. Entweder weil die Pflanzen sich wirklich, wirklich mögen und sich gegenseitig stark hochtreiben und unterstützen. Und es wird auch eine Rolle gespielt haben, dass wir da einen alten Stapelkompost verarbeitet haben. Da haben wir mal einen alten Stapelkompost aus Gras Oden da gemacht und der lag da 2, 3 Jahre und dann haben wir den zu diesem Milpa-Beet umgeformt und das war gar nicht so viel Material, aber das hat eine Power entwickelt. Das war also schön, das war unsere Milpa, die ich aber jetzt im Garten Herbst und gar nicht mehr gezeigt habe, weil das schon abgeräumt war. Auch das Quadratbeet mit Terra Preta düngst du mit Kompost nach. Ich dachte, das ist nie mehr nötig. Nachdüngen in dem Sinne, also Terra Preta, das wird auf einigen Internetseiten oder in einigen Artikeln so als Schlagzeile verwendet. Terra Preta, man muss nie mehr düngen. Das stimmt so nicht und da kriege ich auch immer, oh, sowas sollte man besser nicht schreiben, weil das stimmt nicht. Wir müssen natürlich den Nährstoffkreislauf aufrechterhalten, sprich die Nährstoffe, die wir abernten. In großer Menge, wenn wir da Kürbisse, Mais, in meinem Quadratbeet ja alles Mögliche, Knoblauch, Zucchini, Kapuzinerkresse, dicke Bohnen, alles Mögliche da abernten, dann müssen wir die Nährstoffe, die natürlich da drin sind, müssen wir auch wieder zurückführen. Und so oder so, am Ende ist ja immer das Thema, wir wollen natürlich mindestens eine 20-30 cm hohe Terra Preta haben, mächtige Terra Preta Schicht haben, aber wenn wir so eine 1 Meter Schicht haben, so wie das in dem amazonischen Regenwald mitunter gefunden wird, dann sind wir da natürlich auch nicht sauer drüber und den Terra Preta Kompost, der fällt eben jedes Jahr an, weil wir unseren Kompost prinzipiell mit Holzkohle und EM und Gesteinsmehl verarbeiten, beziehungsweise mit Triaterra-Streu. Und dann nutzen wir den natürlich auch zum Nachdüngen, zum Schließen dieses Nährstoffkreislaufes. Und so wird der Boden immer, immer fruchtbarer, anstatt dass er dann immer mehr auslaugt. Wenn man gar nicht mehr düngen würde, würde man eben eine Nährstoffauslaugung bewirken, auch bei einer Terra Preta. Aber wenn man zum Beispiel nur mit Urin düngt, das wäre so eine Variante. Man hat ein intensives Pflanzenwachstum da drauf, wie zum Beispiel auf dem Rasen oder, und düngt dann aber immer mit Urin nach. Dann wäre das so eine Variante, den Nährstoffkreislauf auch zu schließen. Das ist eine ganz einfache, schnelle Variante, wenn man jetzt keinen Kompost in der nötigen Menge zur Verfügung hat. Also Urin 1 zu 10 verdünnt, in der Wachstumszeit 2, 3, 4 Mal ein bisschen ausbringen, sodass man 1 bis 2 Liter Urin pro Quadratmeter ausgebracht hat, bis zu 3 Liter Urin, 4 Liter Urin pro Quadratmeter. Und ja,
dann hat man den Nährstoffkreislauf auch geschlossen. Die Holzkohle verschwindet im Boden nicht, die bleibt für Jahrtausende da. Das heißt, alles, was wir neu an Holzkohle mit dem Kompost aufbringen, addiert noch mehr Holzkohle dazu. Dass, wie gesagt, dann, dass man mehr Mächtigkeit erreicht, vielleicht sogar einen Meter mächtige Terrapreter. Das organische Material, wie gesagt, das muss, die Nährstoffe müssen im Kreislauf geführt werden. Okay, dann hat sie noch eine Empfehlung. Eine Empfehlung, die Köhlerei Eisenhammer in Gräfenhainichen. Ganz nette Leute mit Wissen und verkaufen den Abfallgruß bei der Holzkohlegewinnung zu gutem Preis. Aber ich denke, ihr wisst voneinander und so weiter. Ansonsten ist alles von euch toll. Trink-EM, nicht als Nahrungsmittel geeignet, natürlich täglich und mir geht es gut. Danke an euch. Ach ja, Springkraut. Neophyt. Du bist der Erste, der dieser Pflanze, dem indischen Riesenspringkraut, was Positives abbringt. Alle anderen vernichten es und halten Vorträge über die bedrohliche Ausbreitung. Warum? Warum sagt keiner, so machen eben die Hummeln die Arbeit der Bienen und auf Honig verzichten wir eben einfach und kochen uns unsere eigene Erdbeermarmelade. Danke. Also, da gibt es auch andere, die sich positiv zu den verschiedenen Neophyten, spezifisch Springkraut, äußern. Dieses Buch habe ich ja genau aus diesem Grund in den Shop genommen. Wandernde Pflanzen von Wolf-Dieter Stoll, wo er ausführlich die Geschichte dieser wandernden Pflanzen Revue passieren lässt und zeigt, dass es eigentlich keinen Grund gibt, vor denen Angst zu haben, dass wir einfach in der Region leben, die sich wieder besiedelt nach großen Erdkatastrophen, nach der letzten Eiszeit, die ja hier Tabula Rasa gemacht hat vor 10.000 Jahren, da war nichts. Und dann kamen langsam die Gräser, die Birken, die Eichen, die Kiefern zurück und jetzt eben auch etwas komplexere. Jetzt haben wir langsam, also wir haben immer noch eines der artenärmsten Ökosysteme in Europa, was es auf der Welt gibt, aber langsam wandern eben die anderen Pflanzen mit ein, zum Beispiel das indische Riesenspringkraut, zum Beispiel die Robinie und viele andere Pflanzen, die nicht ganz so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und die haben durchaus positive Effekte. Und das ist ein Bild von den Blüten des indischen Riesenspringkrauts, so wie ich es in meinem letzten Video auch gezeigt habe, wie es bei uns schön im Garten wächst. Und es ist tatsächlich so, das hat diese Riesenblüten, wo die Hummeln gut reinpassen. Und das blüht von Juli bis in den Frost hinein. Das blüht ununterbrochen und es blüht nicht nur ununterbrochen, es pumpt auch ununterbrochen neuen Nektar in die Blüten. Also es ist ein ganz großer Nektarspender. Und man sieht eigentlich die ganze Zeit, bei gutem Wetter kommen eben auch die Bienen. Bei schlechtem Wetter kommen nur die Hummeln. Da war schlechtes Wetter und da war trotzdem, also wirklich schlechtes Wetter. Als ich das vor zwei Wochen gedreht habe, da war Regen und Schauer und Wind und ich dachte, na, bei dem Wetter werden ja auch die Hummeln nicht rauskommen, aber da waren tatsächlich Hummeln am indischen Riesenspringkraut unterwegs. Die Hummeln sind nämlich die eigentlich fleißige Insektenart. Die Bienen, die sind eigentlich zwar gut organisiert, sag ich mal, und haben diesen sehr hierarchisch organisierten Königinnenstaat, der sehr effizient ist, sehr genau weiß, wann, wo was blüht und zu welchem Zeitpunkt er wann wohin fliegen muss. Also da haben sie schon einen gewissen Vorteil, aber die fliegen nur bei schönem Wetter. Da muss 15, 20 Grad sein, die Sonne draußen sein, wenn es stark windig ist, wenn es ein bisschen feucht ist, fliegen die nicht. Und die Hummeln, die fliegen Tag und Nacht, möchte ich fast sagen, aber auf jeden Fall die ganze Zeit ununterbrochen. Und deswegen verwendet man in Gewächshäusern zum Beispiel, wenn man da Bestäubungsleistung braucht für Tomaten oder sonst was, dann hat man da früher Bienenvölker reingestellt. Mit wechselndem Erfolg, heute kauft man sich dazu ein Hummelvolk. Wenn Sie mal googeln, Hummelvölker für Gewächshäuser, da kommen die dann in so einer Pappschachtel und stellt die da rein und das sind irgendwie 40, 50 Hummeln. Aber die 50 Hummeln, die machen die gleiche Arbeit wie 20.000 Bienen, weil sie einfach die ganze Zeit fliegen und
ja, viel länger an einem Tag fliegen, viel früher anfangen, später aufhören und eben an jedem Tag fliegen, auch wenn schlechtes Wetter ist. Ja, und dementsprechend hier von wegen, wenn wir die Bienen ausrotten, dann, beziehungsweise wenn es keine Bienen gibt, dann gibt es ein paar Jahre danach keine Menschen mehr. Das ist zwar ein schönes Schlagwort, aber es ist, naja, also wenn wir nicht gleichzeitig die Hummeln ausrotten, es gibt sehr, sehr viele Wildinsektenarten, die auch bestäuben, unter anderem eben die Hummel. Und wenn wir da ein bisschen Springkraut überall stehen haben, sodass die Hummel sich in den schwierigen Nahrungszeiten davon ernähren kann, dann werden sie auch mit Begeisterung im Frühjahr unsere Obstbäume und Obststräucher bestäuben, die Hummeln. Also von daher pflanzen Sie ruhig mal, sehen Sie ruhig mal hier und da ein bisschen von dem indischen Springkraut aus, fördern Sie die Hummeln bei sich, vielleicht kann man sogar mal ein Hummelvolk kaufen, aber das ist normalerweise gar nicht nötig, weil wenn Sie das Springkraut da haben, kommen die Hummeln von alleine und die finden schon ihre Plätze, wo sie dann ihre Völker machen, beziehungsweise dann wandern sie eben da ein. Ja, also ich bin ein großer Fan vom indischen Riesenspringkraut. Okay, das zum heutigen Frage-Antwort-Spiel. Wenn ihr da ja auch mal eine Frage habt, die vielleicht gerne besprochen werden soll hier im Videoblog, beziehungsweise ein paar eigene Sachen zu sagen habt, wie das funktioniert ja gar nicht oder da gibt es noch was viel Besseres, schreibt das in die Kommentare, schreibt mir eine E-Mail. Da kann ich das dann hier vortragen und alle Leute wissen lassen, was es für neue Varianten gibt in dem Zusammenhang. Ansonsten bis nächste Woche, dann ein Video von Frau Zschokke und dann, ich habe schon angekündigt, werden wir eine Reihe von Videos über Obstgarten, über unsere Obststräucher machen, über Zeolit zum Beispiel, über Graviton und so weiter. Bis nächste Woche. Vielen Dank.